vida. Que te diga, que te pegue. É? Drop it. Gute Arbeit im Kobaltküstenland. Ja. Leichteste Übung. Easy, Digga. Meine Kartoffelmuschi, der darf auch nicht fehlen. CO2 macht übel Bock. Natürlich macht das Bock. Boah, was ist das? Okay, ab ins Büro, Alter. Geil, Mann. Besänftigen König der Höhle Elektroball. Oha. Da sehe ich mich. Was ist gut gegen Elektro-Pokémon? Boden, ne? Oder? Nee. Elektro hat auf jeden Fall keine Wirkung auf Bodengestein. Ja, ne? Moment mal. Egal wie viel ihr seid, mich könnt ihr nicht aufhalten. Was ist das? Hallöchen, Boss der Galaktik-Expedition. Hier bin ich. Du hast doch sicher nur vergessen, mir eine Einladung zu schicken, nicht wahr? Wird Elektroball in der Höhle besänftigen. Der echte Long Dong. Wie läuft's bei dir, Bro? Der ist so geil, ja.
Hammer. Zu wild. Zu wild. Stell deine Stärke unter Beweis, indem du gegen Diam kämpfst. Let's go. Let's fetz Diam. Boah. Los geht's. Los geht's. Polypurba. Ist das eine Evoli-Entwicklung auch, ne? Wahrscheinlich. Ja. Guck mal, ich kenne die ganzen Evoli-Entwicklungen noch gar nicht. Oh, ist Evoli so süß, ne? Und knallt immer wieder Rückzugkrieg ein. Das ist so süßes Evoli hier, ich schwör's euch. Guck mal, wie fein hier. Boah, Drillingspfeil ist eine geile Attacke. Der Kleine da brauchst das. Ich weiß, Digga, das weiß ich doch nicht, ich bin nicht blöd. Das passiert aber jetzt. Ein dicken NIB-Seil. Stimmt einfach nicht. Only Evoli. Ehrlich? Oh, das Evoli gibt alles so süß. Hätte das sein können, dass du ein komplettes Evoli-Team machen willst. Liling. Attacke gemeistert. Let's go, schauen wir uns gleich mal an. Jetzt hast du gesehen, wie stark Longdong ist. Du wirst ihn nicht mehr verspotten, verstanden? Ich setze auf dich, Longdong. Scheiße, Digga. Longdong, komm ins Büro des Forschungstrupps. Dort besprechen wir deine Mission. Ich bin da schon dreimal rein und raus. Was wollen die ganze Zeit von mir? Dein nächstes Erkundungsziel ist das Kraterberg-Hochland. Dieses Gebiet befindet sich nahe am Riss im Raum-Zeitgefüge. Deswegen können wir nicht absehen, welche Gefahren dort lauern. Nahe am Riss, Digga. Baby. Okay. Gib dich zum Übungsplatz. Okay. Lintelin, Lintelin. So, erstmal, ich habe eine neue Attacke erlernt, meinte der Kollege Schnürschuh. Sturzflug. Ah, scheiß auf Sturzflug, ne? Sturzflug ist stark, Digga. Ja, aber ich hab kaum Pflanze. Ich hab ja schon Flug bei Dings. Bei Sichlor. Sichlor, ja. Der hat aber keinen Sturzflug. Sturzflug immer? Ich war. Ja, okay. Soll ich Sturzflug echt mitnehmen für Dings? Für Aurasphäre oder Drillingspfeile? Anstatt Drillingspfeile Dings mitnehmen? Luftschnitt? Nicht Luftschnitt. Sturzflug? Ja, ne? Da habe ich mal auch nur eine Flugattacke, falls Dings. Ja, ist okay. Ist eigentlich nice. Eine Flugattacke. Ja, mach ich mal. Das ist okay. Weil Aurasphäre trifft halt immer. Das ist halt safe bei Kampf. Brauche ich nicht zwei Kampfattacken. Nassschweif. Nassschweif für Wasserdüse auf jeden, glaube ich. Ja, machen wir auf jeden. Nassschweif für Wasserdüse.
Dann Sichlor, was hat Sichlor hier noch Schönes? Digga, mein Sichlor ist irgendwie so ein Much-Sichlor, sag ich euch so, wie es ist, Digga. Naja, wir laden mal gucken, scheiß drauf. Ich glaube, ich werde Sichlor irgendwann auswechseln. Sichlor ist zwar ein nice Pokémon, aber weiß ich nicht, Digga. Stromstoß, Ah, er leidet doch selbst Schaden, ja, Much. Much. Digga, ich will jetzt Gengar haben. Gengar kriegt man nur, wenn man tauscht, ne? Ja. Wollen wir versuchen, mal zu tauschen? Und du gibst mir dein Abra oder was du da hattest? Ja, Mann. Wenn ich hier fertig bin, können wir das auf jeden Fall machen. Weil ich will Gengar haben, auf jeden. Apollo ist schon 42, weißt du, das sieht einfach Much aus. Ich will auf jeden Fall mein Gengar. Also hier, Choco, hier kannst du neue Attacken kaufen, ne, bei dem Typen. Attacken beibringen. Die Chinese. Eisenschweif, Stahl. Ah, dann wird eine Attacke Dings stärker. Ach so, verstanden. Okay, Digga. Nice. Long Dong. Wird dich zu Sneeboss führen. Okay. Sneeboss, ob Sneeboss dich anerkannt oder nicht, wirst du allerdings erst erfahren, wenn du ihm begegnest. Nun, zunächst einmal müssen wir sicher am Kraterberg ankommen. Es geht los. Alle einsteigen. Hin ist dir wirklich sehr ähnlich. Inwiefern? Er kam genau wie du plötzlich von irgendwo her, außerdem hat er seine Erinnerung verloren. Vielleicht hilft es ja sein Gedächtnis, wenn er mit dir unterwegs ist. Okay, nice. Erstmal speichern. Digga, warte mal jetzt. Mal gucken, ob ich diesen Typen da jetzt einen Bammelin mit 80 cm gefunden habe auf dem Weg. Digga, wenn nicht, dann ist vorbei. Das will ich nur gucken, weil die Nebenquests mache ich immer nicht on stream. Aber das will ich gucken, weil das fuckt mich ab. Ja, ich esse gleich, Entspannung. Ich glaube, ich habe immer noch keins, Digga. Digga, als ob, Leute, Digga, das ist doch Verarschung. 79, Digga, 79. Ich habe echt keinen Bammelin, Digga.
Ich habe so viele Bammelins gefangen. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist Verarschung, ich schwör's euch, das ist Verarschung. Hier mein Shiny Ponita, Leute. Hier. Ui. Grün. Na, ne? Du bist da. Okay, was machen wir jetzt? Weiter questen. Boah, ich bin sogar zu faul, dahin zu laufen. Ich flieg dahin. So. Frage ist jetzt, lasse ich mein Squad so? Soll ich, eigentlich ist mein Squad schon sehr nice, oder? Digga, ich bin so blöd gerade. Soll ich so lassen? Achso, ich will. Wann bist du in der Stadt, Choco? Digga, ich bin das Dings am machen. Das Thumbnail. Okay. Du findest safe noch geilere. Warte mal, ich guck mal. Ich muss wissen, welche Pokémon mir gehorchen, bis welches Level. Wo sehe ich das? Hier. Die gehorchen alle Pokémon bis Level 50. Man ist nie zufrieden mit seinem Team. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Team. Ich finde eigentlich... Guck mal. Ich habe eigentlich so gut wie alles. Also gedeckt, so mäßig. Mit Sichlor bin ich. Ich glaube, Sichlor mache ich jetzt raus. Weil, guck mal. Boden, Georock, ganz wild. Luxtra sieht geil aus für Blitz. Aber ich zeig dir mal, was für Pokémon ich eigentlich hier noch hab, so. Für Sichlock, Dings. Käfer und Flug. Ich habe aber halt keine geilen Käfer-Pokémon. Kadabra würde ich eventuell mitnehmen, aber, Digga, Galoppa, ich weiß ja nicht. Bis Level 50. Komm, Rahmchef habe ich zum Beispiel. Flug und Licht. Habe ich. Oder soll ich Seejung spielen? Seejung? Eiswasser? Aber ich habe schon Wasser, ne? Ja, mit Boilin. Guck mal, habe ich gefangen. Empoleon Level 69, Max. Empoleon wird safe in mein Team kommen, Digga. Zu 100%. Anstatt Boilin, wenn ich es frei habe. Geil, ne? Und ich habe auch ein schönes Dings. Klimpfer gefangen. Guck mal, Feuer-Pokémon. Ja, ich bin gerade so unentschlossen, Leute. Garados auch eigentlich ganz krankes Pokémon. Was? Barsch war? Barschuft meinst du? Oder wo ist Barsch war? Hab was vertauscht, okay. Digga, ich weiß nicht. Oh, Sichlor, warte mal, Sichlor ist Käferflug. Kadabra muss eigentlich mit, ne, sag ich so, wie es ist, Digga. Weil Simsala ist so sexy, Digga. Simsala ist so sexy, doch. Was doch? Ja, was doch? Wer? Wer ist krass? Aus Barschwar kommt Milotic. Also, ist wer ist Barschwar? Wo ist Barschwar? Dieser Fisch. Ich hab den gar nicht. So ein kleiner grüner Fisch. Remoraid, Barschuft.
Habe ich nicht. Oh, Digga. Käfer ist eigentlich Much, ne? Ah, scheiß drauf. Ich lasse erstmal so, gerade finde ich kein besseres Pokémon als ich, Lord. Ist halt einfach Fact. So, erstmal wieder ein paar Pokébälle. Oder habe ich noch genug? 26, ja, bis hier muss wieder, ne? Oh. Ja, oder reicht es? Erstmal reicht. Reicht erstmal. Warte mal, ich muss erstmal ein paar Tränke herstellen. Sinnelbeere und Fittlauch. Erstmal ein paar Tränke, Digga. Beere. Wo ist Schnittlauch? Ja. Jetzt Ätherkraut. Bauen wir Ätherkraut. Wo ist Ätherkraut? Da, links oben. Jetzt brauchen wir eine Vitalknospe. Und warte mal, wie oft? 16 Mal. Okay. Jetzt habe ich 16 Tränke. Barschwa ist nicht grün. Shiny wahrscheinlich. Yeah, baby. Hochlandbasis. Das ist unser nächstes Ziel. Okay, let's go. Guck mal, wie nah wir schon dran sind an diesen Dings. Krass. Berge sind voller Felsen und Steine, deswegen solltest du dich wohl auf eine Vielzahl von Gesteins- und Boden-Pokémon gefasst machen. Warst du gut gegen Gestein und Boden? Pflanze, Wasser, ne? Wasser, Pflanze. Nice. Da knall ich hier mit meinem Main-Pokémon alles weg.
Ich hab Bock, hier erstmal das Wasser ein bisschen zu durchstöbern. Bevor wir weitermachen. Ja, was ist das da oben? Ah, Junge, piss dich. Ah, Hypnose in der Hose, genau. Deswegen haben wir den Stoßflug mit. Ah, er lädt Schaden durch Rückschuss. Ja, warum kriegt das da nicht weg? Junge, verpiss dich doch, du Drecks-Pokémon. Was regt er mich auf, Mann? Ja, was fuckt er mich hier ab? Was? Wo sieht mich hier jetzt noch ein Pokémon? Wo? Was ist das ein Pokémon? Niemals. Digga, verpiss dich. Scheiß drauf, Digga. Walreishappen? Okay. Kuss, Digga, Kuss. Ja, wieso kann ich da nicht weiter? Hä, hey, voll die Verarschung, warum komme ich da nicht weiter? Ab in die Höhle.
Das können Sie jetzt nützlicherweise Pokémons fangen, gegen die Elektrizität wirkungslos ist. Lass uns in Ruhe! Du musst den König Rase toben lassen. Wie hässlich oder was? Komm, lass fetzen. Ist mir echt egal, ich will Elektroball einfach. Ich geh weiter. Boah, die Höhle sieht interessant aus. Was ist das? Die Fackeln. Hau mal ab. Let's go. Wieder ein Pokéball dagegen geworfen, ey, so dumm manchmal. Ich bestell mal gerade was zu essen. Mach das. Belsa.
Nice. Ja, das ist ein X-Bad. Soll ich tryen? Welches Level ist X-Bad? 60. Nein, er macht Krafttechnik. Was macht der? Luftschnitt. Die sterben am Leben. Boiling, sorry. Ah, das war nicht. Er ging Flug, ey. Blitz. Er macht Erholung, Digga. Er macht wieder Erholung, ich fick ihn gleich. Mein Gyrox weg, glaube ich. Egal, X-Bad will mich doch verarschen mit dir, mit schlafen. Piss dich, Junge, ich würde nicht schlafen. Ich greife ihn an, Schuko, ne? Und er macht direkt Erholung, die ganze Zeit. Heftig. Der fällt immer one hit, ja. Digga, er macht Erholung, Digga. Was soll man denn da machen? Keiner geballert. X-Bad, Alter, nervig.
So, me back. I'm back. Also leider noch nicht in Pokémon, aber... Hast du kein Golbat gefangen? Ich bin sicher eigentlich schon. Warte, ich muss mal kurz Revi entführen. Komm dann gleich wieder, wenn ich Pokémon wieder am Start bin, ja? Jo. Okay, Kuss, 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 Kuss. Kuss. Okay, der Typ ist auch in diese Welt gekommen. Aber ich bin so viel Mühe damit gegeben, sie ordentlich wegzuräumen. Mein guter Wille wird von euch mit Füßen getreten. Die Pokémon dort bevorzugen das Dunkel der Höhle, deswegen habe ich die Fackeln gelöscht. Wer meinen guten Willen derart missachtet, den lasse ich auf keinen Fall in die Nähe von Elektroball. Habt ihr verstanden, wenn ihr an mir vorbei wollt, müsst ihr erst meinen Partner bezwingen. Did.
Hey, warum mach ich das? Warum mach ich das? Ja, ich knall einmal Spukläufer auf. Dann würde ich schon sterben. Ja. Location sieht sehr geil aus, also von da wo in. Ja, perfekt, in der Höhle. Digga, hast du eine geile Höhle, Alter. Junge, guckt euch das mal an, wie geil die aussieht. Der uralte Steinbruch. An diesem Ort wurden die Steine zum Bau des Tempels abgebaut. Ich frage mich, ob Menschen... Digga, Tronics, ich küsse dein Herz. Danke für 90 Bits und willkommen, mein Freund. Ich frage mich, ob Menschen und Pokémon hier gemeinsam gearbeitet haben oder ob es nur die Pokémon waren. Die verbleibende Felsen kann man nutzen, um sich vor wilden Pokémon zu verstecken. Bitte, Kuss, Mann, Kuss. Ist sehr anschaulich. Das Spiel? Digga, das Spiel ist so geil, Junge. Das ergibt Sinn. Meine Nachforschungsfolge soll dieser Riss im Raumzeitgefüge bereits vor langer Zeit schon einmal erschienen sein. Daher wissen wir auch, wie dieses Phänomen genannt wird. Ich frage mich, was für eine Welt sich wohl hinter jenem Riss erstreckt. Meine Vermutung ist, dass es sich um das Reich des ehrwürdigen Sinnoh handelt. Doch warum ist der Riss im Raumzeitgefüge, der in der Vergangenheit verschwunden ist, jetzt wieder erschienen? Und wieso ist Longdong da rausgefallen? Es gibt so vieles, das wir nicht wissen. Nee, du, Kuss, Digga. Bronze. Nicht sehr effektiv, nicht sehr effektiv. Aurasphäre ist effektiv. Warum bin auch Aurasphäre raus? Allah. Hä? Ja. Weiß ich nicht. Wie lange ich schon stream? 3,5 Stunden, nicht mal. Wie weit können die gucken, ja? Oh mein Gott. Geht nicht, gibt's nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Kuss, Digga. Tronics bei dem Host, Junge. Kuss, Digga, danke. Digga, er spawnt einfach nochmal neben mir. Das ist Verarschung. Das ist wirklich Verarschung. Das ist Verarschung, dass der nochmal neu spawnt, genau vor mir.
Abfahrt. Bronzong. Attacke, Digga. Nice, wichtig, sehr wichtig. Lichtkanone. Tschüss, Apollo. Uiuiui, Memo. Rein da, Bronzong. Rein da. In den Wald und nicht mehr rauskommen, bitte. Danke. Kuss, Digga. Kuss. Kuss. Ursa-Ring. Hä, Knuddler, Digga. Kuss, Digga, süß. Einfach Knuddler, Digga, und mach mich fast tot. Jawoll, Digga, hier wird ein Pokémon noch angefangen. So muss das, Mann. Nice. Sehr, sehr nice. Alter! Scaraborn. Scaraborn, Digga. Zum Glück habe ich Pokéball dagegen geworfen. Digga, ein Volltreffer, warum? Warum dieser Volltreffer, Junge? Digga. Ich wollte es fangen. Ich wollte es einfach fangen. Guck hier. Ich gebe ihn jetzt Rache. Der hat mich getötet gerade, ne? Jetzt kriegt er eine Aura-Sphäre und dann ist er weg. Zack, Kraft, Stärke 100, yalla, weg. Tschüss. Kommt beide, ich fetze euch beide gleichzeitig. Kommt. Komm beide, Digga. Wer denkt ihr, wer ihr seid, Mann? Was denkt ihr euch? Da mit Schlitzer. Und Knuddler hinterher, ich bin weg. Was soll das Ring, Digga? Scheiß Hacker. Dann machen wir mal. Wer hat stabiles Leben? Luxrad, echt stabiles Leben, ne?
Raus da aus dem Busch. Digga. Ja! Oh Junge, er gibt Risikotackle, Hund. Ja, oh, ein bisschen, Digga. Die sterben. Mann. Wir haben unser Zielort erreicht. So, kurz Pause.